Ja, ist immer noch derselbe Boss. Man weiß bis heute nicht. Also es ist eine Mischung aus Spinne, Skorpion, Schildkröte und irgendwas anderem. So, ich lasse einfach mal mein Messer in der Hand, weil ich damit doch recht schnell bin. Wow, aber das Viech ist direkt neben mir. Immer ruf da, immer ruf. So, Messer in die Hand. Raketenwerfer in die Hand und Feuer frei. So. Das Schöne hier ist, ja, was eine Änderung ist. Natürlich schön im sarkastischen Sinne. Das Viech hat zwei von diesen Lebensbalken, die ihr da oben sehen könnt. Wow, wow, wow. Messer in die Hand und laufen. Ja, also der braucht noch mehr Schaden angerichtet als vorher. Ich habe jetzt übrigens auch nur noch 9 Minuten Zeit. Das wird sehr sportlich. Also in dem Sinne ist der Bossfight alleine halt auch nochmal heftig. Zu zweit hat man den Vorteil, dass immer einer quasi weglaufen kann. Vor dem Ding, der andere raufballern kann. Alleine. Ja, seht ihr, ist das etwas schwierig. So, ich laufe direkt mal zum Raketenwerfer. Zack. Okay. Oh, also jetzt kommen wieder die ganzen toten Köpfe, ey. Ich könnte kotzen. So. Ich glaube aber, ich habe ihn getroffen. So, und da vorne ist nochmal ein Raketenwerfer. Okay, okay, okay. Brudi, beruhig dich. Ja. Mach mal 5-mal deine Eier auf den Boden. Das ist auf jeden Fall fair. Du bist ein bisschen sehr schnell. So. Versuchen wir doch mal schnell die Eier, bevor sie hier schlüpfen. Okay, zu spät. Und ich werde schon hinten schon wieder attackiert von dem Viech ohne Ende. Auch weil er natürlich seine komischen Totenköpfe da losschießen muss. Man ist alleine im Solo-Modus einfach so hart aufgeschmissen. Also das müssen die meiner Meinung nach noch extrem patchen. Weil man kommt kaum dazu, ihn abzuschießen. Jetzt gerade habe ich mal so ein bisschen Distanz aufgebaut. Aber ihr seht, wie wenig Schaden ich mache. Deswegen wollte ich versuchen, die Raygun zu kriegen. Weil es anders, glaube ich, mit der Raygun nicht möglich ist, ihm Schaden zu machen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt noch Double Tap hätte, könnte ich mir vorstellen, das Ganze zu schaffen. Aber so... Boah, jetzt kommen auch schon wieder seine scheiß Totenköpfe. Ja, genau. Komm mir wieder so nah. Mag ich. Stehe auf deine Nähe. Hallo. Hallo. Alter. Habt ihr das gesehen? Sowas kotzt mich auch an. Da du schießt extra auf diese Dinger. Machst die kaputt. Die waren auch kaputt. Hat man gesehen, wie es eingegangen ist. Und hat es aber auf dem Boden trotzdem noch geblockt. Was soll sowas? Okay. Okay. Das Viech ist wieder hinter mir. Ja, mach's doch noch 5-mal hintereinander. Überhaupt nicht übertrieben. Überhaupt nicht übertrieben. Dann noch die Totenköpfe. Beste. Beste. Boah, ey. Also wie ihr merkt, ich bin sichtlich abgefuckt von diesem Bossfight. Ey, das macht echt gar keinen Bock. Vor allem, weil man ihm einfach keinen Schaden zufügen kann. Und ich habe jetzt nur noch 5 Minuten schon wieder. Ich weiß nicht, wie man das in so wenig Zeit schaffen soll. Also, meiner Meinung nach einfach nicht möglich jetzt. Ich habe wenigstens schon mal die erste Lebensanzeige runter, ja? Wohl bemerkt die erste. So. Ja, greif mich doch wieder 5-mal mit derselben Attacke an. Das finde ich super. Mach das doch einfach mal. Okay, schnell das Messer in die Hand. Das hat funktioniert. Oh, jetzt kommen wieder die Totenköpfe angeflogen.
versuche ich die schon mal hier wegzuschießen vor mir. Ah ja, ist ja nett. Das ist ja nett. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, Chavo. Alter. Das wusste ich noch nicht mal, dass sie einen festhalten können. Das habe ich gerade wirklich das erste Mal gesehen. Also, ich versuche mal die RPD rauszuholen und zu gucken, ob ich... Ja, verpiss dich, Alter. Verpiss dich doch. Mache ich damit mehr Schaden? Boah. Komm mir bitte nicht so nah. Kannst du dich mal verpissen mit deinen toten Köpfen? So, 4 Minuten Zeit habe ich noch. Aber der Boss hat ein bisschen viel Leben noch. Gucken wir doch mal, was wir so rausgekisselt kriegen. Jetzt gerade kann ich schön durchballern. Aber jetzt muss ich mich erstmal hier rum kümmern. Boah, jetzt hänge ich hier schon wieder. Ah! Meine Fresse, ey. Meine Fresse. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe das Viech hinter mir, aber das ist mir gerade so wumpe. Oh, jetzt sind wieder die Totenköpfe hinter mir. Weißt du, dann greift das Viech dich noch zusätzlich dazu an. Wenn du denkst, du bist schon am Arsch, kommt dieses Viech, Alter, und gibt dir noch mehr. Also du musst quasi diesen Schaden einstecken, um überhaupt irgendwas ausrichten zu können. Wo ist das? Wo ist es? Okay, warte. Ah, da kommst du wieder angefahren. Gerne doch. Ja, ich muss nebenbei halt diese Dinger hier auch noch wegschieben. Anders kommt man hier ja auch nicht voran. Ich habe noch 2 Minuten, also knapp 3 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich das schon wieder schaffen soll. Weil das Ding einfach keinen Schaden nimmt. Es hat einfach keinen Bock. Es hat einfach keinen Bock. Das denkt sich so, hey, warum soll ich Schaden nehmen? Lass doch mal die Spieler richtig abfacken. Ich weiß auch nicht, also, wie ich jetzt hier noch durchkommen soll durch diese ganze Attacke. Also, es funktioniert gerade. Bin ja auch sehr froh drüber. Ach, guck mal, die sind gerade von alleine kaputt gegangen. Kannst du dich mal verpissen? Oh. Okay, okay. Du willst auf mich schießen? Mach. Vielleicht hat das Ding ja irgendwann mal so ein Limit. Von den Dingern auf dem Boden, also. Oh, das ist krank. Aber ich habe halt keine Zeit, mich gerade mit diesen Dingern zu beschäftigen. Weil ich ihn töten muss. Oh, ich bin tot. Wo wir gerade am Töten sind, ne? Zum Glück bin ich kurz unbesiegbar. Ja, jetzt muss ich wieder laufen. Jetzt, ich weiß gar nicht, wo genau ich überhaupt noch lang laufen kann und soll und... Oh Gott, oh Gott. 1,5 Minuten. Aber er hat nicht mehr so viel Leben, also mit Glück machbar. Ja, es ist krank, es ist so krank. Ich bleibe jetzt einfach stehen, ich weiß, dass ich gleich tot bin. Boah. Okay, ich habe noch 1 Minute. Ich würde sagen... Einfach raufballern und so schnell beleben, wie es geht. Ja, ich könnte es schaffen. Das wird eine ganz, ganz knappe Nummer, aber ich kann es schaffen. Ich muss mich jetzt nur sterben lassen. So, wo ist er? Wo ist er? Direkt vor mir. Komm, rauf. Okay, er ist tot. Meine Fresse. Also, ihr seht, der Hardcore-Raid alleine im Solo-Modus ist einfach nur krank. Es ist wirklich nur krank. Ich bin gerade richtig stolz, dass ich das alleine geschafft habe. Also, ihr könnt gerne mal, wenn ihr Tipps habt, wie man den einfacher besiegen kann, gerne immer her damit. Also, ich weiß nicht, wie das einfacher gehen soll. Es gibt noch diese HG40 Lava, diese Zombie-Waffe, die man quasi aus so einer Waffenkiste kriegen kann, muss man aber Geld für investieren und die soll richtig gut Schaden austeilen, aber... extra Geld ausgeben, nur für so eine Waffe, bin ich kein Freund von.
Wir haben es auch so geschafft, aber ganz, ganz knapp. So, wir kriegen jetzt natürlich auch wieder unsere Belohnung. Mittlerweile habe ich verstanden, es sind Puzzleteile. Wenn man genug Puzzleteile hat, kann man halt diese Sachen sich quasi dann zusammenbauen. Zum Beispiel jetzt hier oben diese Abscheulichkeitssplitter, Dings, bam, bums, bum, bums, bam, bam, genau das. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich es geschafft habe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, um mich zu unterstützen. Falls ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, könnt ihr noch unten auf Abonnieren drücken, um nichts von zu verpassen. Und auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video online ist. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so sehen wollt zum Call of Duty Mobile Zombie-Modus oder generell zu Call of Duty Mobile. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.